Mein Vater, der wollte mir mal auf dem Fahrradaufzug zeigen, wie man auf den Hinterrad vom Fahrrad fährt. Und dann ist er so lange auf dem Hinterrad gefahren, bis er ein Salto gemacht hat. Und dann ist der Rückreflektor abgegangen. Und jetzt wollen wir es kleben mit Klebstoff Hosch. Erstmal kommt der Flüssigkleber. Den schmiert man einfach drauf, wie man es bei jedem Kleber kennt. Aber es ist halt viel besser. Setz mal die Schraube rein. Und dann diesen gelben Kleber da, das ist der Granulat. Und mit dem Granulat kann man das noch verstärken. Mein Vater tut es. Es sieht halt nicht so gut aus, aber es wird dafür richtig fest. Und dann tut er nochmal Kleber drauf, damit es auch flüssig wird. Und dann muss es halt einhärten, sonst funktioniert es nicht sehr gut. So. Und dann sieht es auch besser aus. So, ein bisschen Granulat. Damit es auch supi-dupi hält. Wie die andere Schraube da hinten. Und jetzt und mein Vaters einschrauben. Mein Vater kann auch mal zeigen, wie fest es ist, ein bisschen ziehen. Und jetzt sind wir im Keller und wir machen den Rückspiegel dran. Diesmal auch mit Kleber. Und bei solchen Sachen wie beim Rückspiegel dran machen, muss man auf jeden Fall Granulat verwenden. Weil sonst hält es ja nicht. Den gelben. Das Granulat, das bleibt doch so pulverig. Noch ein bisschen Kleber und Granulat, wie immer. Es ist auch ein Sekundenkleber darum.
Und jetzt kann man wieder auf der Straße fahren. Da muss man noch seitlich von unten verstärken. Ja, man kann jetzt wieder auf der Straße fahren. Und wir haben bemerkt, dass wir es falsch dran geklebt haben. Aber wir werden jetzt von unten verstärken und es wird sehr gut halten. Also noch ein bisschen Granulat und Kleber wie immer. Das Granulat muss man halt nicht immer nehmen, aber wenn man halt sicher sein will, dann nimmt das lieber. Und es ist eigentlich fertig.